Hand und beginne damit, ihn anzubeten. Father, we worship you this afternoon. Vater, wir beten dich an heute Mittag. For who you are, we give you all the glory. Für wen du bist, geben wir dir all die Herrlichkeit. Father, we bless you in this place. Wir segnen dich hier vor Ort. We lift your name on high, faithful Father. Wir erheben deinen Namen, treuer Vater. You are great. Du bist großartig. Jesus, there's no one like you. Jesus, es gibt keinen wie dich. We are desperate for you this afternoon. Und wir verlangen nach dir heute Mittag. Wir segnen dich. Herrlicher Gott. And a beautiful king. Und ein schöner König. Let's just worship him this afternoon. Lass uns jetzt ihn einfach nur anbeten heute Lord, Mittag. You are worthy of all the worship and of all the praise. Herr, du bist würdig unserer Lobe. Bless you, Jesus.
Wir segnen dich, Jesus. Lift your name on high. Wir erheben deinen Namen. The name that is above any other name. Der Name, der höher steht als alle, über alle anderen. Lift that name on high this afternoon. Erheb diesen Namen heute Mittag hoch. Glorious God, beautiful. Ageless. Du hast kein Alter. And you are changeless. Und du bist unveränderbar.
age to age, you still remain the same. Vom Alter zu Alter bleibst du immer noch derselbe. Lord, your word still remains the same. Herr, dein Wort bleibt immer noch derselbe. We lift your name on high this afternoon, Jesus. Wir erheben deinen Namen heute you Mittag. Are the glorious God. Du bist der herrliche Bow Gott. Before your throne. Bow before your throne. Worship at your feet. Bow before your throne. You are the glorious. We say your name is Alpha, Omega, ageless, changeless, almighty, Hallelujah. Our God is ageless. Unser Gott hat kein Alter. Our God is ageless. Unser Gott hat kein Alter. He knows our needs when we were young. Er kannte unsere Bedürfnisse, als wir klein waren. And he knows everything about us until the end of time. Und er weiß alles über uns bis zum Ende unseres Lebens. Our God never changes. Unser Gott verändert sich nie. He doesn't lie. Er lügt nicht. He deserves all the praise. Er verdient all unseren Lob. Why don't you put your hand together and give him warum an awesome? Warum klatscht ihr nicht in die Hände und gibt ihm ein lautes Geräusch? Hallelujah. Hallelujah. You may be seated. Ihr könnt euch alle hinsetzen. On behalf of Pastor and First Lady. Im Namen von Pastor und First Lady. Welcome to our second family service. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Gottesdienst. I can see it's still sunny outside, so it's a very glorious day. Ich kann sehen, die Sonne strahlt immer noch von draußen, also es ist heute ein sehr herrlicher Sonntag. But inside the house of God, aber im Hause Gottes, it's even more glorious. Ist es sogar noch mehr herrlicher. And we thank God. Und wir danken Gott dafür. Amen. Amen. So, when you're sitting down, you are allowed to keep your mask off. Wenn ihr euch hinsetzt, könnt ihr eure Maske abnehmen. But please, as soon as you stand, you should put it back on again. Sobald ihr aber aufsteht, dann setzt bitte die Maske wieder auf. Next week is our international day. Nächste Woche findet unser internationaler Tag statt. Okay. Next week is our international day. Nächste Woche haben wir unseren internationalen Tag. You know, people are preparing to make sure that you have an awesome time. Es gibt einige, die wirklich vorbereiten für diesen Tag, damit wir nämlich einen sehr aufregenden Tag haben. And for that reason, there will be one big service. Und deswegen wird es nur einen großen Dienst geben. The time is between 11 and 1:30. Es beginnt um 11 Uhr bis 13 Uhr. So it's important that you register, come on time, and bring family and friends. Also es geht von 11 Uhr bis 13.30 Uhr, Entschuldigung. Ladet also bitte eure Freunde ein und eure Familienmitglieder ein. The upper week we have our picnic and summer weekend. Die darauffolgende Woche findet unser Sommerpicknick statt und so auch unser Sommerwochenende. I see that Sister Doris still has a box of T-shirts. Ich sehe, dass Schwester Doris noch einen ganzen Karton voll mit T-Shirts hat. So please pay and collect yours. Ich bitte euch also zur Zahl und euren T-Shirt natürlich auch in Empfang zu nehmen. Sunday 26, we have our family service, it's casual. Sonntag 26 haben wir unser Sommerdienst und da werden wir alltäglich auftreten. And also on the 26th is going to be our monthly offering. Und da am 26. findet unsere monatliche Opfergabe statt. It's so important to come prepared to give. Es ist sehr wichtig zu kommen, dass man sich vorher aber natürlich vorbereitet hat. Our heavenly Father gives us much. Unser himmlischer Vater gibt uns viel. And we give just to support his work. Und wir geben nur, um sein Werk zu unterstützen und voranzuschreiten. So with the advance notice, please come prepared. Also mit dieser Nachricht, die wir euch schon im Voraus ergeben, kommt bitte vorbereitet. On the 1st to the 3rd of October. Vom 1. bis zum 3. Oktober.
We have an exciting, exciting prayer conference. Haben wir eine sehr aufregende Gebetskonferenz. Please share, because it's so, it's going to be very important. It's going to be awesome. Verteilt bitte diese Nachricht, das wird nämlich großartig sein. Pastor has been teaching us about speaking. Pastor hat uns schon sehr viel über Sprechen gelernt. And also how to have a relationship with God. Und wie man eine Beziehung zu den Herrn führen kann. Prayer is the key. Und Beten ist der Schlüssel dafür. Prayer is the key. Beten ist der Schlüssel dafür. So from the 1st to the 3rd of October. Also vom 1. bis zum 3. Oktober. I really hope that you're going to make a big massive effort to join the conference. Hoffe ich, dass ihr euch wirklich Mühe gebt und teilnimmt an dieser Konferenz. Amen. Amen. And now is our time for tithes and offering. Nun ist die Zeit gekommen für unsere Zehntenopfergabe. If this is your week of tithing or you have paid online, please come forward for the confession. Wenn diese Woche deine Zehntenabgabe ist, so komme bitte nach vorne, damit wir gemeinsam unser Bekenntnis haben können, beziehungsweise sagen können. Can we have our confession? Können wir bitte unser Bekenntnis haben? Thank you. Dankeschön. Dear Father, I have come to say that you have been good to me. Lieber Vater, ich bin gekommen, um zu sagen, dass du gut zu mir warst. You have blessed me and the works of my hand. And I present my tithe to you in obedience to your word and to honor you. Du hast mich und die Arbeit meiner Hände gesegnet. Ich präsentiere dir meinen Zehnten gehorsam deinem Wort und um dich zu ehren. I confess that I am blessed. I am a delightsome person. I walk under an open heaven and I walk in divine productivity. Ich bekenne, dass ich gesegnet bin. Ich wandle unter einem offenen Himmel und ich wandle in göttlicher Produktivität. I enjoy supernatural protection in Jesus' name. Ich genieße übernatürlichen Schutz im Namen Jesu. Amen. 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 And for the offering, we can pay through bank transfer. In Bezug auf die Opfergabe können wir entweder direkt überweisen. PayPal. Oder über PayPal zahlen. And actually, Naomi will be on my left-hand side, so you can use your card as well. Oder auch bei mir, ich werde auf der linken Handseite stehen von Schwester Tjoma, da könnt ihr mit der Karte zahlen. Heavenly Father, we thank you for this day. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag. We thank you, Lord, because as we come together, you are in our midst. Wir danken dir, Herr, denn wie wir hier gemeinsam auftreten, bist du in unserer Mitte. We thank you, Lord, because you are ageless. Wir danken dir, Herr, weil du nämlich kein Alter hast. Whatever you say about our life stands forever. Egal was du über unser Leben sagst, besteht für immer und ewig. Thank you for blessing us. Danke schön, dass du uns segnest. In Jesus name we have prayed. Im Namen Jesu, wir gebeten haben. Amen. 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 With some dance. Mit einem Tanzen. Smile. Ein Lächeln auf dem Gesicht. Let us give a worthy offering to the Lord. Lass uns eine würdige Opfergabe geben zum Herrn. Trust in you, oh.
you believe him? Jehovah, you, I trust in you, oh Lord. Jehovah, you, I trust in you. I believe, say, you are the God, God of miracles. You are the God of wonders. You are the God of powerful. Welcome to the month of September. This is the month of the resurgence of life skills. What an advantage and a blessing this is as Pastor guides us through. Willkommen zum Monat September. Der Monat September ist der Monat der Wiederauflebung der Lebensfähigkeiten. Was ein Segen und ein Vorteil es ist, Pastor zu haben, der uns durch die Lehren hier führen wird. Please come with a prepared heart as you receive the word. Komm mit einem vorbereiteten Herz, wie ihr das Wort empfangen werdet. And here are the announcements. Und nun zu unseren Ankündigungen. On the 19th of September, we will be having our International Day. We are an international church, and this day is going to present our international qualities. More information will be shared. Am 19. September haben wir unseren internationalen Tag. Wir sind eine internationale Gemeinde, und an diesem Tag werden wir unsere verschiedenen Kulturen hier repräsentieren. Also kommt vorbereitet, denn wir werden zusammen feiern. Our international service is going to be very exciting, so don't forget to invite your friends and family. Unser internationaler Tag wird sehr aufregend sein, also vergiss nicht, eure Freunde und Familie einzuladen. On the 26th of September, we will be having our monthly offering. Come prepared with your hearts to give cheerfully, as the Lord loves a cheerful giver. Am 26. September werden wir unsere monatliche Opfergabe haben. Komm mit einem vorbereiteten Herzen und gib fröhlich, denn der Herr liebt einen fröhlichen Geber. When the world was in chaos and darkness, God said,
Let there be light. And there was light. From the darkness, destruction and despair of a past year, it is time to rise again. New life is coming to dead things and situations. New opportunities are replacing lost ones. Our mourning is turning to dancing as the death of winter gives birth to the life of spring. The dry bones are living again. God has remembered us so. It is time to rise. It is time to rebuild. It is time for renewal and restoration. 2021, the year of resurgence. Welcome to All Nations Church. And now, get ready for the Word of God as we welcome the senior pastor of All Nations Church, Germany, Pastor Jesse Morrison Aoma. Hallelujah. Hallelujah. God is good. God is good. And all the time. Und alle Zeit ist Gott gut. God is good. Amen. 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 You may all be seated. Ihr mögt euch alle hinsetzen. In the presence of our God. In der Gegenwart unseres Gottes. It's good to see all of you today. Es ist gut, euch alle heute hier zu sehen. Amen. Amen. It is the day the Lord has made. Es ist der Tag, den der Herr gemacht hat. And we'll rejoice and we'll be glad in it. Und wir werden uns darin freuen. Amen. Amen. Are you expectant today? Seid ihr erwartungsvoll heute? Amen. Amen. I wanted to bow down your hearts and pray for your heart. Ich möchte, dass du deinen Kopf senkst und wirklich vom Herzen betest, dass du heute empfänglich für das Wort bist. Pray for your heart. Bete von deinem Herzen, that you'll be receptive, dass du empfänglich bist, to receive the word of God. Um das Wort Gottes heute zu empfangen. The word has the power to change you. Das Wort hat die Kraft dazu, dein Leben zu verändern. It has the power to work in your life. Es hat die Kraft dazu, dein Leben zu verändern. And I want you to lift your voice and pray for yourself. Und ich möchte, dass du deine Stimme erhebst und zum Herrn Father, betest. We thank you. Pray for Vater, your heart. Wir danken dir. Pray for yourself. Bete für dich selbst. Pray for yourself. Bete thank für dich selbst. Danke dir, Heiliger Geist. We give you glory, Lord. Thank wir geben you. Die Herrlichkeit dir, Herr. Yes, Lord, your name be glorified. Ja, Herr, dein Name sei verherrlicht. Your name be exalted. Dein Name ist erhoben. In Jesus name. Im Namen Jesus Christus. Andy, were you praying or you're looking at me? I said pray and you're looking at me. All right, grab your notebook and your Bible. Holt eure Notizbücher raus und eure Bibel. Let's take our notebook. Holt eure Notizbücher raus. I'm trying to push away you and you're pushing okay, for me. Okay, then I'll push. I want to be alone. All right, I need some space. Ich brauche ein bisschen Platz. Good to see all of you. Es ist gut, euch alle heute hier How zu was sehen. Your week? Wie war eure Woche? Awesome. 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 All right. I promised that I'll be talking to you today about meditation. Und heute habe ich euch versprochen, über Meditation zu sprechen. We started talking about cooperating with the Holy Spirit. Und wir haben angefangen darüber zu sprechen, wie wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten können. That is very important that we cooperate with him. Und es ist sehr wichtig, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Remember, we learned that one of the ways you can cooperate with the Holy Spirit is to develop a prayer life. Und erinnert euch daran, einer der Wege, wie wir mit dem Heiligen Geist am besten zusammenarbeiten können, ist durch das Gebetsleben, was wir zu ihm haben. Every Christian, every child of God, jeder Christ, jedes Kind Gottes, it is important that you have a prayer life. Es ist wichtig für dich, dass du ein Gebetsleben hast. This is very important. Es ist sehr wichtig. Because if you don't have a prayer life, you will not see much of the move of God in your life. Denn wenn du kein Gebetsleben hast, dann wirst du nicht viel von Gottes Wirken in deinem Leben sehen. Remember in Luke 18, if I'm not mistaken, where Jesus said, men always ought to pray and not faint. Und erinnert euch an Lukas 18, wo es geschrieben steht, der Mensch soll alle Zeit lang beten. Because Jesus wants us to maintain an attitude of prayer. Always connected to heaven. Denn Jesus möchte, dass wir diese Haltung des Gebets haben, dass wir immer verbunden sind mit dem Himmelreich Gottes. Please, are you listening to me? Hört ihr mir zu? If you want to see God moving in your life, wenn du sehen möchtest, wie Gott in dein Leben wirkt, you need to develop
the habit of prayer. Dann musst du diese Gewohnheit des Gebets Why? Entwickeln. Because Warum? It is prayer that gives God the permission to come into our human affairs. Denn es ist das Gebet, was Gott dir Erlaubnis gibt, in unser Leben zu wirken. So when you stand on the word of God, und wenn du dann auf dem Wort Gottes stehst, and then you begin to pray about it, und dann fängst du an, darüber zu beten, that God's word promises you something, dass Gottes Wort dir jenes verheißt, you are giving God the permission. Dann gibst du Gott die Erlaubnis. Amen. The right to come into your life du gibst first. Ihm das Recht, in dein Problem hineinzukommen, Because zu wirken. God has given the authority to man. Denn Gott hat uns Menschen die Autorität gegeben. So you have to invite God in your marriage. Und deshalb musst du Gott in deine Ehe einladen. You have to invite God in your finances. Du musst Gott einladen in deine Finanzen you hinein. Have to invite God in your life. Du musst Gott in deinem Leben einladen. Before you can see God moving in your life. Bevor du Gott in deinem Leben siehst, wirksam siehst. We started talking about how important it is for us to be led by the Spirit. Und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, vom Heiligen Geist geleitet zu sein. God wants you to be led Gott by the möchte, Holy dass du geleitet bist vom Heiligen Geist. If you are led by the Holy Spirit, und wenn du vom Heiligen Geist geleitet bist, there is no way that you can make a mistake. Dann gibt es keine Art und Weise, yes. wie du einen Fehler begehen kannst. When it is the Holy Spirit who is leading you to do something, please go ahead and do it. You are not making a mistake. Und wenn der Heilige Geist dich zu etwas leitet, dann tu es, dann wirst du auf der richtigen Seite immer liegen. But if you are using your own strength, your own power to do something, you must be careful. Aber wenn du deine eigene Energie und deinen eigenen Verstand einsetzt, dann musst Amen. Du vorsichtig mit deiner Entscheidung sein. We also talked about building faith in the word of God. Und wir haben darüber gesprochen, Glauben in Gottes Wort zu bauen. The word of God will build you up. Das Wort Gottes wird dich erbauen. The word of God will build your faith. Das Wort Gottes wird deinen Glauben erbauen. And Hebrews 11:6 says, without faith it is impossible to please God. Und Hebräer 11:6 sagt, es ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Which means that faith is a necessity. Es bedeutet, der Glaube ist unabdingbar, er ist nötig. Faith is a must. Der Glauben ist ein Muss. Are you listening to me? Versteht ihr mich? Is somebody here with me? Ist jemand hier mit Are mir? You here with me? Seid ihr hier mit faith mir? Faith is a must. Der Glaube ist ein Muss. If you want to walk with God. Wenn du mit Gott wandeln möchtest. If you want to please God. Wenn du Gott gefallen If möchtest. You want to receive from God. Wenn du von Gott empfangen Because möchtest. That's what he said. Denn das ist, was er gesagt The hat. The only way you can make God happy. Der einzige Weg, wie du Gott glücklich machen kannst. Versteht ihr, was ich meine? The only way you can make God look at you and say, I'm pleased with you. Der einzige Weg, wie Gott dich anschauen kann und sagen kann, ach, das gefällt mir so sehr, was du tust, is by walking by faith. Indem du im Glauben wandelst, dann kann das passieren. What does it mean to walk by faith? Und was bedeutet das, im Glauben zu wandeln? It means when God says something. Es bedeutet, wenn Gott etwas sagt, you take God at his word, dass du Gott bei seinem Wort nimmst and you believe it with your heart, und du glaubst das mit deinem Herzen and you say what God says. Und du sagst genau das, was Gott auch sagt. Are you hearing what I'm saying? Hört ihr mir zu? God doesn't like it when he says something, you say another thing. Gott mag es überhaupt nicht, wenn er was sagt und du etwas anderes sagst. It does not please God es gefällt Gott nicht, for you to do that. Wenn du das tust. And I know there are Christians also who read their Bible a lot. Und ich kenne viele Christen, die viel ihre Bibel lesen. Amen. Amen. How many of you read your Bible? Raise your Wer hand. Von euch liest seine Bibel? I said, how many of if you don't, it's always okay. So if you don't read it, you don't need to raise it up. Wenn du die Bibel nicht liest, dann ist es auch okay. We will not persecute you if you don't read your Bible. Und diese Kirche, wir werden dich nicht verfolgen, wenn du deine Bibel nicht liest. We will still love you and help you to read it. Und wir werden dich weiterhin lieben und dir helfen, Amen. Sie zu lesen. I know you read your Bible. Ich weiß, ihr liest eure Bibel. But many Christians don't know how to handle the word of God. Aber viele Christen wissen nicht, wie sie richtig umzugehen haben read, mit dem Wort Gottes. They read and read and read, but they don't know how to handle the word of God so they can see the manifestation of what they are reading. Sie lesen und lesen und lesen, aber yeah? wissen nicht genau, wie sie damit umgehen können, damit so, sie die Manifestation des Wortes in ihrem Leben sehen können. Today we're going to talk about the power of meditation. Und deshalb wollen wir heute über die Kraft der Meditation sprechen. One of the acts of biblical, or let me say, one of the ways of handling God's word is the act of biblical meditation. Einer der Wege des Umgangs mit dem Wort Gottes yeah. ist die Meditation. Many Christians don't know how to handle the word of God. Weil viele Christen nicht wissen, wie man mit dem Wort richtig umzugehen And hat. And one of the most powerful ways to handle the word of God is to act on the word.
Und einer der Wege, um wirklich kraftvoll mit dem Wort Gottes umzugehen, ist nach dem Wort zu handeln. Should I say it again? Soll ich es nochmal wiederholen? One of the most powerful way, listen, church. Einer der kraftvollsten Wege, Gemeinde, hört mir zu. Your Bible is not given to you to just have a Bible. Deine Bibel ist nicht gegeben, um einfach nur eine Bibel zu haben. Your Bible is the word of God. Deine Bibel ist das Wort Gottes. Are you listening to me? Hört ihr mir zu? The Bible is the word of God. Die Bibel ist das Wort Gottes. God's word is in it. Und das Wort Gottes ist darin. There is life in God's word. Und es ist Leben im Wort Gottes. We learned in the first service that God cannot lie. Dass Gott nicht lügen kann. The word, listen, what is being preached to you now is not the word of man, is the word of God. Und was dir gerade gepredigt wird, ist nicht das Wort des Menschen, aber das Wort Gottes. But you must know how you can handle God's word. Aber wir müssen wissen, wie wir richtig umzugehen haben mit dem Wort Gottes. And one of the effective ways you can handle the word of God is to meditate on the word of God. Und einer der Wege, effektiv mit dem Wort Gottes umzugehen, ist das Wort zu meditieren oder über das Wort zu meditieren. And this week I want to encourage you to do that. Und heute diese oder ab kommender Woche möchte ich, dass ihr wirklich das tut, was ich heute lehre hier. God wants us to act on his word. Gott möchte, dass wir nach seinem Wort handeln. Amen. Amen. You receive a word and say, wow, that's a good word. That's a good word. Du hast word. Ein that's gutes Wort empfangen und sagst, ja, das ist ein gutes Wort. What do you do with it? Was tust du damit? You can go to a Bible school. Du kannst zu einer Bibelschule gehen. I've seen most of the worst Christians coming out of Bible school. Ich habe so viele schlechte Christen gesehen, die gerade von der Bibelschule absolviert oder eine Bibelschule absolviert Because haben. After graduation, they have so much knowledge. Denn nach der Graduierung haben sie ja so viel Erkenntnis. And that they are not leaving that out. Und diese, die sie nicht in ihrem Leben haben, diese so Erkenntnis. They have knowledge, but you know, die haben like Wissen. Some of you depends on how long you've been around in the church and what we've taught you in our. You have knowledge about the Word of God, but you don't even know what to do with it. Du hast dann, das ist dann auch so wie viele Christen, die hier in der Gemeinde sind, ja. Weil ihr einfach lange dabei seid, dann habt ihr viel Wissen über das Wort Gottes, aber ihr habt das nicht wirksam in eurem Leben. So if you ask them something in the Bible, they know. Deshalb, wenn du was sie fragst in der Bibel, können sie es dir beantworten. But we are not obeying what the word says. Aber sie gehorchen nicht dem, was das Wort sagt. Let me tell you something. Lass mich euch was sagen. Obedience releases the power of God. Gehorsamkeit yes. setzt die Kraft Gottes frei für dich. If you obey God, it releases God's power to begin to work in your life. Und wenn du gehorsam dem Wort Gottes bist, dann wird die Kraft Gottes für dich freigesetzt That's werden. That's why Samuel told Saul that to obey God deshalb is better than sacrifice. Deshalb sagte Samuel zu Saul, Gott gehorsam zu sein yes, ist besser als ein Opfer zu geben. So one of the most powerful way as a child of God, as a Christian, you can handle God's word is to act. You see, God wants you to act on his word. Und einer der kraftvollsten Wege, wie man wirklich Gottes Wort freisetzt und Kraft freisetzt, ist, sein Wort zu gefolgen und auch in die Tat umzusetzen. Let me tell you, you see, the word that you are listening right now, das Wort, was ihr euch gerade anhört, the word that you listen in the first service, oder das Wort, was ihr im ersten Gottesdienst you see, euch angehört habt, you don't hear it and say, that was a nice word. Und ihr hört es euch nicht nur an und sagt, ach, das war ein nettes Wort. You don't come to church to hear a nice preaching. Und ihr kommt nicht zur Kirche, um euch eine nette Predigt anzuhören. You come to church to hear the word of God. Aber du kommst zur Kirche, um das Wort Gottes dir anzuhören. For what? Für was? So you go. Damit du nach Hause and gehst act on the word. Und danach handeln kannst. If you keep hearing the word, keep hearing the word, and you don't act on the word, nothing will change in your life. Aber wenn du das Wort hörst und hörst und hörst, aber niemals danach handelst, dann wird sich nichts in deinem Leben verändern. You will get frustrated. Und du wirst frustriert werden. That this thing is not working. Und du wirst sagen, die Sache funktioniert gar nicht. I've been going to church for 20 years. Und ich bin jetzt 20 Jahre in der Kirche. But your life is not a testimony. Aber dein Leben ist kein Zeugnis you für don't Gott. Look like the salt of the earth. Und du siehst nicht wie das Salz der Erde you don't aus. Look like the light of the world. Und du siehst auch nicht wie das Licht dieser Welt you aus. Are even more problem than being the light. Du bist eher ein Problem als das Licht. Because you don't act on the word. Weil du einfach nicht nach dem Wort Gottes handelst. You've been hearing the Bible, the Bible, the Bible, and you don't act on what God's du hörst word says. Das Wort Gottes, die Bibel, aber du handelst nie nach dem Wort. And one of the effective ways you can
act on God's word is meditation. Und einer der effektivsten Wege, wie man wirklich Gottes Wort umsetzen kann, ist durch Meditation. Do you know that what you meditate on dominates your life? Wisst ihr, worüber ihr meditiert, wird dein Leben beherrschen. The things you meditate on the most. Die Dinge, worüber du am meisten meditierst, beherrschen dein Leben. Are the things that dominate you. Sind die Dinge in deinem Leben, die dich beherrschen? Am I talking to somebody? Spreche ich zu jemandem? Oh, you're too quiet on me. I said, ihr seid zu leise für mich. Can't you see the things you spend time thinking about? Okay, seht ihr nicht die Dinge, die ihr, wo ihr wirklich Zeit nimmt? Und darüber nachzudenken und nachzudenken. So when you are worrying too much, wenn du dir zu viele Sorgen machst, it's a sin to worry. Es ist eine Sünde, sich Sorgen zu machen. God doesn't want you to worry. Gott möchte nicht, dass du dir Sorgen machst. The things that dominate your mind, die Sachen, die deinen Verstand beherrschen, it controls you. Das sind die Sachen, die dich beherrschen. It controls your mood. Die beherrschen deine Gefühle, how you relate to people. Wie du zu anderen Leuten bist. You are not nice the way you used to be before. Du bist nicht nett, so wie du zuvor warst. You are no more humble. Du bist nicht demütig, wie du früher mal warst. Why? Because the warum? The things that are going in your mind at the moment. Weil die Dinge, die in deinem Verstand vorgehen im Moment, you spend too much time thinking about it, du benutzt ja so viel Zeit und setzt so viel Zeit ein, darüber nachzudenken. Your life. Und das wirkt sich auf dein Leben aus. Sometimes you have to, you know, be fast to tell yourself, hey, behave. You know, und manchmal, why am I thinking what I'm thinking? Manchmal musst du schnell darin sein und sagen, hey, pass dich jetzt an und gehorche mir, Verstand. I have a lot to share with you here. Ich habe so viele Sachen but hier aufgeschrieben. Aber ich spüre in meinem Geist, dass Gott möchte, dass ich jemand heute hier sage. Now, when you hear his word, wenn du sein Wort hörst, when you read his word, und das Wort liest, you go and act on the word. Dann gehst und setzt das um in die Tat. Am I talking to somebody? Spreche ich zu jemandem? Listen, we are not given the Bible to play church. Und uns wurde die Bibel nicht gegeben, um einfach nur Kirche zu spielen. You go to church, you know scriptures. Dass du in die Kirche gehst und sagst, ich kenne die Verse. Every school I know. Dann sagst du, ja, das kenne ich. Well, oh, I know. Dann sagst du, das kenne ich auch. Oh, I know that. Und das kenne ich auch. You know this. Das kennst du? And so? Und deshalb, und was ist das? That? Und was machst du damit? How many fruits are you bearing? Und wie viele Früchte trägst du davon? You see, when you bear fruits, aber wenn du Früchte trägst, you know what it means to bear fruits? Wisst ihr, was es bedeutet, Früchte it means zu tragen? You get results. Es bedeutet, du hast Ergebnisse. God wants your Christian life to get results. Gott möchte, dass dein christliches Leben Ergebnisse hervorbringt. It gives glory to God. Es bringt nämlich Gott Herrlichkeit. It gives glory to God. Es gibt Gott die Herrlichkeit. He said, let your light so shine before men. Lass dein Licht so hell scheinen vor dem Menschen. That then they see your good works. Damit sie deine guten Werke sehen. Then they see your good works. Damit sie deine guten Werke sehen. And they will give glory to your Father who is in heaven. Damit die Herrlichkeit dem Vater im Himmel die Herrlichkeit geben. God wants healing to flow out of you. Gott möchte, dass Heilung aus dich herausfließt. God wants blessing to flow out of you. Er möchte, dass Segnungen aus dich herausfließen. God wants solution to flow out of you. Er möchte, dass Lösungen aus dir herauskommen. That everywhere you go, you are a solution bringer. Dass egal, wo du hingehst, dass du Lösungen bringst. You understand what I'm saying? Versteht ihr, was ich meine? You're in some place and someone just falls and the spirit of the Lord tells you, go lay hands on that person. Und du bist an einem Ort und jemand fällt und dann sagt der Heilige Geist, geh und bete für die Menschen. You go and you lay hands. Dann gehst du hin und legst die Hände auf. So you don't do that until the Holy Spirit tells you to do that. Solche Sachen tust du nicht, bevor der Heilige Geist dir das sagt. But if you are walking with God every day, the Holy Spirit will talk to you. Aber wenn du jeden Tag täglich mit dem Heiligen Geist wandelst, dann wird er zu dir sprechen auch täglich. But if you are reading this Bible, you are coming to church, you are making no and you are not obeying this word, aber wenn du die nothing Bibel liest, will change in your life. Wenn du die Bibel liest und Notizen machst und zur Kirche kommst, aber nicht das verfolgst und das umsetzt in die Tat, dann wird sich nichts in deinem Leben ändern können. So I know people who know the truth, but they still choose that I know the Bible said we shouldn't do that, but what should I do, you know? Und ich kenne viele Christen, die kennen das Wort Gottes und die kennen, was die Bibel sagt, aber die sagen, ja, ich kenne das Wort Gottes, aber was soll ich jetzt tun? Ich mache da was anderes. When you do that, you open doors for the enemy. Denn wenn du das tust, dann öffnest du Türen für den Teufel. Obedience is for our own good. Gehorsamkeit ist für unser It's eigenes for our Wohl. Own good. Es ist für unser eigenes Wohl. So I'm standing here. Deshalb stehe ich hier. If I don't finish all my notes, wenn ich nicht sozusagen durch meine Notizen komme, what the Spirit of the Lord wants you aber ich weiß today. Ganz genau, dass der Geist Gottes möchte, dass ihr when dies hört. You read the word, wenn du das Wort liest when you hear the word, und wenn du das Wort hörst, you have the heart, dann hast du das Herz, I'm going to obey. Ich werde das Wort befolgen. Amen. Amen. That, you see, yesterday I was talking with my wife, that, und gestern habe ich mit meiner Frau gesprochen. Why do you have people as Christians for so many years and they don't change and it's like
Why are they not growing? Why are you und ich habe mich gefragt, warum die mit dir gesprochen what is stopping them from growing spiritually? Und habe mich gefragt, warum ist es so, dass manche Christen sich nie ändern wollen oder niemals das Wort Gottes verfolgen wollen oder gehorsam wollen und keine Veränderung in ihrem Leben passiert. God wants every Christian to grow spiritually. Aber Gott möchte, dass jeder Christ wirklich geistig heranwächst. It's for your own good. Es ist für dein eigenes Wohlergehen. In fact, it's good to grow. Ehrlich gesagt, es ist gut zu wachsen. Every baby must grow. Jedes Kind muss heranwachsen. Although we love babies, we kiss auch wenn wir Säuglinge lieben und wir lieben und küssen sie. But if the baby stops growing, aber wenn das Säugling nicht wächst, you see how the first day a baby is born, wisst ihr, erinnert ihr euch oder kennt ihr das, wenn ein Baby neu geboren ist, dann küssen wir die Füße des Babys, dann die Wangen von dem Baby. You know? And then after 10 years, that baby is still looking cute. Und nach 10 Jahren sieht das Baby immer noch so aus wie am ersten Tag. Still looking the same day that baby was born. Genauso wie es geboren ist, nach 10 Jahren. How many of you kiss the feet of that baby? Wer würde das Baby dann an den Füßen noch küssen? Ich würde das nicht mehr tun. There's something wrong with that baby. Denn es ist etwas falsch mit dem Kind. The same way if you're a Christian, und auf dieselbe Art und Weise, wenn du ein Christ bist, you are not growing, und du wächst nicht geistlich, there's something wrong with you. Dann ist etwas falsch mit dir. Because this gospel, this call, denn dieses Evangelium, diesen Gott, den wir that dienen, we are called into, und in diesem Glauben, in dem wir berufen sind, ist real. Und es ist Kraft da drin. Und es ist Wahrheit. Everything God's word says is truth. Alles, was das Wort Gottes sagt, ist Wahrheit. And everything God's word has promises you, it's true. You can und alles, was Gottes Wort sagt, ist Wahrheit. Und du kannst es haben. Wohlstand kannst du haben. Den Frieden. You can have it. Du kannst es haben. I see Christians who are suffering the whole time. Und manchmal sehe ich Christen, die leiden die ganze Zeit. Warum? I'm not called to babysit. Und ich bin nicht berufen, um krank zu sein. It's my job to help you start as a baby in the Lord. Aber es ist meine Aufgabe, dass du beginnst als Säugling im Christus. But after some time, aber nach einer Zeit, nach einer Weile, not even me, but God is expecting you to be mature. Noch nicht mal ich, aber Gott erwartet von dir, dass du heranwächst. So you help me take new babies that are coming in the church. Dann helft ihr mir nämlich neue Säuglinge in die Gemeinde aufzunehmen. I've been in the church 20 years and you und du bist aber in der Gemeinde 20 Jahre und bist immer noch ein Säugling. Where is my feeding bottle? Wo ist meine Flasche? Where's my feeding bottle? Wo ist meine Flasche? Now, where is Nathaniel? Wo ist Nathaniel? Bring me Nathaniel. You see this cute baby. Seht ihr dieses süße Baby? My very good friend. Er ist ein sehr guter Freund. My Bayern friend. Er ist ein Bayern Freund. My Bayern friend. Not who's not in Madrid? If you say I'll throw you out. Wenn du Real Madrid sagst, dann schmeißt du. See Nathaniel. Seht ihr Nathaniel? You see. Now, how many of you see Nathaniel with this flash here, or this feeding bottle? You will wonder and said, "Hä? Was macht ihr damit? What is he doing? How many people und do wer that? Von euch sieht Natalia mit dieser Babyflasche und sagt, ach, was macht der kleine Junge mit der Flasche? Nobody's going to do. Keiner anything, wird es right? sagen. Why? Warum? He's weil a baby. Noch ein Säugling ist. So it's normal. Es ist also to be normal. A baby. See, when normal. Somebody is a baby in the Lord. Wenn jemand noch ein Säugling in Christus ist, we treat them like a baby. Dann behandeln wir die auch wie Säuglinge. Now Natalia is growing, right? Aber Natalia wird größer. You can go. Dann kann es jetzt gehen. How many of you, Jennifer, come? Aber wer von euch, Jennifer, komm mal. What will you think? Was würdet ihr denken? That Jennifer walks out of this room. Die kommt dann in diesen Raum rein. In this building. Die kommt dann in diesen Raum rein. Let's say service about to start. Sag ich mal, der Gottesdienst beginnt gerade. And she und sie kommt rein. A more bigger bottle than this one. Und sie hat sogar eine größere Flasche als diese. With milk inside. Mit Milch darin. And Jennifer is just going around in the church and drinking it. Und sie geht herum in der Kirche und trinkt es. Is that normal? Ist das normal? Is that normal? Ist das normal? Have you seen some before? Habt ihr das schon mal gesehen? You see, because she is an adult, she's supposed weil sie to erwachsen behave. Ist, muss sie sich anpassen, but verhalten. In the church and in the realm of the spirit, many of us are 5 years, 10 years born again, and we are acting like Nathaniel. Aber in der geistlichen Welt ist es so, dass wir vom Neuen geboren sind, uns aber dennoch so verhalten, als mit 5 und 10 Jahren. Wir haben immer noch die Flasche in der Hand. Because you know what? Wisst ihr warum? You can sit down, Jennifer. You know what? Du kannst dich before I close. Bevor ich zum Ende komme. Unbelief. Wegen Unglauben. I was wondering, I asked my wife, so why is
people rejecting so much truth is because of unbelief. They don't believe. Und ich habe mit meiner Frau gesprochen und ich habe mich gefragt, warum ist das so, dass sie, weil sie so viel Wahrheit ablehnen. Sie nehmen die Wahrheit nicht als ihre eine Wahrheit an. Es ist Unglauben. Unglauben. So what you don't believe, you don't practice. Alles, was du nicht glaubst, das wirst du nicht umsetzen. Weil du glaubst es gar nicht. I said, God, are we not teaching enough? Und ich habe gefragt, Gott, lernen wir nicht genug? Are we not preaching enough? Predigen wir nicht genug? Don't we have systems and structure that will help people grow in this ministry? Haben wir nicht System und Struktur, dass die Leute wachsen können? Why are some people not growing? Warum wachsen dennoch manche nicht? I heard it. Und ich habe es gehört. They don't believe. Die glauben nicht. Unbelief. Unglauben. You believe the government, you believe the social media, du glaubst you believe der friends, Regierung, you believe den sozialen Medien, deinen Freunden, der Welt allgemein. More than this word. Mehr als dem Wort Gottes. The word of God. Das Wort Gottes. I choose to believe God's word. Ich entscheide mich dazu, das Wort Gottes zu glauben. I put it into practice. Und deshalb setze ich es auch in die Tat um. See, me, I don't read the Bible to, oh, nice story, nice. Ich lese nicht die Bibel und sage nicht, ach, schöne Geschichte. Ask my wife, she will tell you, I'm a fanatiker. Meine Frau wird es bestätigen können, ich bin ein Fanatiker für Jesus. Crazy for the Lord. Ich bin verrückt nach dem, nach dem Herrn. Bin ich perfekt? No. Nein. I make mistakes. Ich mache Fehler. But do I lie down there? I made mistakes, so I will be lying down the whole time. Aber lege ich mich auf den Boden und sage, boah, ich mache so viele Fehler. You see, when I make a mistake, wenn ich einen Fehler mache, and then God helps me to see my mistake. Und Gott hilft mir, meinen Fehler zu sehen, I say, oh, is that so? Dann sage ich, oh, ist das wirklich so? Is it what true? Is the right way? Also wie ist denn der richtige Weg? And the Lord shows me. Und der Herr zeigt es ask mir. My wife, she tells you. So, frag meine Frau, die kann es bestätigen. Grab it. Ich nehme es an. And some of you, you are believing God like this. Und einige von euch glauben Gott in so einem Tempo. So langsam. Ihr seid viel zu langsam, too slow. Jesus one day have to call his disciples fools. He said, fools, you are too slow to believe God. Und einmal musste Jesus seinen eigenen Jüngern sagen, ihr seid Idioten. So langsam. Ihr seid dumm, ihr seid zu langsam. Im Glauben. Jesus told them, I will be crucified, I will rise up in the third day. He will rise up. Und Jesus sagte ihnen, ich werde gekreuzigt werden und am dritten Tag werde ich wieder aufstehen. And Jesus met them on the way. Und after Jesus, his resurrection. Nach der Auferstehung traf er sie auf dem Weg. Said, hey, what they did to this Jesus, und sie sagten, ach, was die diesen Jesus angetan haben. And Jesus was talking with them the whole time. Und Jesus sprach aber die ganze Zeit mit ihnen. It's in the book of Luke. Don't look at und me like steht that. In your Bible. Buch, in der Lukas Evangelium. Da steht im Lukas Evangelium. Wir kennen nur Matthäus. Jesus was conversing with them the whole time. Und Jesus sprach die ganze Zeit mit ihnen. And they didn't know it was him. Und sie haben ihn nicht erkannt. They came in. And Jesus asked them, "What are you guys talking about?" Und Jesus fragte, worüber spricht ihr? I said, "Yeah, it's Jesus, do you know this man, you know?" Und sie sagten, ja, Jesus. Have you not heard what has happened? Und die haben gesagt, ja, habt ihr nicht gehört? Hast du nicht gehört, was unbelief the whole time? Und Jesus hat gesagt, die haben gesagt, hast du nicht gehört, was geschehen ist? Jesus wurde gekreuzigt. And Jesus said, you fools. Und Jesus sagt, ihr seid so dumm. Hier bin ich doch. I'm resurrected. Ich bin auferstanden. I told you guys, I will be resurrected. Ich habe euch doch gesagt, ich werde auferstehen. God says he will heal you. Und Gott sagt, er wird dich heilen. God says he will help you. Er hat gesagt, er wird dir helfen. And you are believing social media. Aber du glaubst lieber den sozialen Medien. Or his word. Mehr als sein Wort. Listen. Hört mir zu. We'll talk about it next time. Wir werden nächstes Mal nochmal darüber sprechen. God's message for you. Aber heute ist das Gottes Botschaft an euch. The attitude, habt die Haltung, the determination, die Zuversicht, when you hear truth, dass wenn du die Wahrheit hörst, I'm going to put it into practice. Dass du das sagst zu dir selbst, ich werde es um die Tat umsetzen. That is the attitude of a disciple. Das ist die Haltung und Haltung eines Jüngers. That is an attitude of a Christian. Das ist die Haltung eines Christen. I hear the word, ich höre das Wort. I read the word, ich lese das Wort. To go and obey. Um es zu gehorchen und zu tun. Und du wirst sehen und erkennen, wie Gott in deinem Leben wirksam wird. That's why we have everywhere you go, churches, Christians,
They are in church, not growing. The same every year, the same every year. Und deshalb gehst du in so viele Kirchen, du siehst viele Christen, die einfach nicht wachsen. Das jedes Mal dasselbe, jedes Jahr dasselbe. The things that used to offend you are the same things offending you every year. Und die Sachen, die dich wütend machen, sind immer noch die Sachen, die dich immer noch wütend machen. Are you going to grow? Wirst du irgendwann mal wachsen? And begin to serve and love and und anfangen zu dienen und andere Leute zu lieben. And not allow problems to distract you. Und nicht erlauben, dass Probleme dich ablenken. Amen. Amen. Go and meditate on God's word. Geh und meditiere über das Wort Gottes. Halleluja. Halleluja. Go and do it. Geh und tu es einfach. You see, and let me say this. Lass mich dies sagen. Please don't go and do or put God's word into practice. It's like lottery. So I'm doing it, God. So you will also give me something. Und geh nicht nach Haus und tu da und mach das so wie beim Lotto spielen. Ich versuche es jetzt und Gott, du machst so, das schon was. Wenn das nicht klappt, so when it doesn't work, ach, das funktioniert nicht. Sagst du, ach, it doesn't work. Diese Christen, die reden zu viel. These Christians, they speak too much. Hm? Wirklich. You better listen to the word and obey the word. Besser hört ihr dem Wort zu und gehorcht dem Wort. Halleluja. Halleluja. Obedience is better than sacrifice. Gehorsam ist besser als das Opfer. Halleluja. Halleluja. Have you learned something today? Habt ihr heute was gelernt? You see, when you meditate on God's word, wenn du über das Wort Gottes meditierst, it's going to open you up and the Holy Spirit begin work on you and wird, reveal more other things. Es wird dich öffnen und dich empfänglicher für den Heiligen Geist machen, um dir weitere Dinge zu zeigen. Halleluja. Halleluja. David, why did you give me only 20 minutes today? He gave me only 20 minutes to preach. David hat mir heute nur 20 Minuten gegeben. Was that the deal? War das der Plan heute? I'll deal with you guys. I have 35 minutes to 40 minutes. You are giving me 20 minutes to preach. Anyway. We will see what to do with them. They will never come to the sky. They won't come to the sky. Die werden niemals in den Himmel reichen. I'm kidding. Ich mache nur Scherz. They are my best men. Put your hands together das for them. Das sind meine besten Männer hier. Hallelujah. Hallelujah. Yes, my intention is to preach 25 to 30 minutes. Meine Intention und meine Absicht war es eben wirklich 20 oder 25 zu do something with it. Amen. Aber geh und setz es einfach um. Habt ihr heute was gelernt? God has spoken to you. Gott hat zu dir gesprochen. We'll put it into practice. Also setz es in die Tat um. Father, lass uns alle aufstehen. Vater, wir danken dir. We honor you for your word. Wir ehren dich für dein Wort. We glorify you, wir verherrlichen dich, Herr. Forever, O Lord, your word is settled. Für immer und für ewig ist dein Wort beständig. Oh Jesus, your word is settled. Dein Wort ist beständig. Your word is truth. Und dein Wort ist Wahrheit. Your word is light. Dein Wort ist Licht. Your word is power. Und dein Wort ist kraftvoll. Today we take your word. Und heute nehmen wir dein Wort. And we enforce your word. Und wir setzen das in Kraft. In our lives. In unserem Leben. In our situations. In unserer Situation. In the name of Jesus. Im Namen Jesu Christus. Every problem that your people are going through. Jedes Problem, was deine Kinder gerade durchlaufen. Every challenges. Jede Herausforderung. Every difficulties. Jede Schwierigkeit. I take your holy word. Ich nehme dein heiliges Wort. And I apply your word, Lord. Und wende dein Wort an. In the name of Jesus. Im Namen Jesu Christus. Every diabolical works. Jedes böse Werk des Teufels. I command it to back off in Jesus' name. Ich befehle es, sich zurückzuziehen im Namen Jesu Christus. Your people will know you. Deine Leute werden dich kennen. That your people will walk with you. Dass deine Kinder mit dir wandeln. They will see the glory of the Lord. Sie werden deine Herrlichkeit sehen, Herr. We thank you, Lord. Wir danken dir, Herr. In the name of Jesus. Im Namen Jesu Christus. Move in our lives supernaturally in this week. Wirk wirksam in unser Leben in dieser Woche übernatürlich. Im Namen Jesu Christus. The name above every other name. Der Name, der über jeden anderen Namen steht. Every calamity, every evil. Jedes Böse, jedes Teuflische. May you not invade in your dwelling. Sollst nicht in deine Nähe kommen. You will see the goodness of the Lord. Du wirst aber die Güte des Herrn sehen. You will see the breakthrough of the Lord. Und du wirst den Durchbruch des Herrn sehen. Yes, the Lord will give you strength. Der Herr wird dir Stärke geben. The Lord will give you grace. Er wird dir Gnade geben. To take a step of faith. Damit du einen Schritt des Glaubens wagst. So you will see the glory. Damit du die Herrlichkeit Gottes siehst. May God move in your life supernaturally. Übernatürlich in deinem Leben wirksam werden. Im Namen Jesus Christus beten wir. Amen and amen. Amen und Amen. Halleluja. Halleluja. There is somebody here, there are people here. Es gibt Leute hier, da ist jemand hier. You are saying right now that, Pastor, I want to stop that thing. Und du sagst gerade, Pastor, ich möchte mit dieser Sache aufhören. Das habe ich gehört. I want to overcome that thing. Ich möchte diese Sache überwinden. But I don't know how. Aber Pastor, ich weiß nicht wie. There's no time. Es gibt keine Zeit. But right now,
Aber jetzt gerade, in the name of Jesus, im Namen Jesus Christus, I command those yokes to be broken now. Ich befehle jedes Joch jetzt zu brechen, im Namen Jesus Christus. Ich befehle right jedes Joch jetzt zu brechen. The Lord will give you grace. Der Herr wird dir Gnade geben. The Lord will give you strength. Er wird dir Stärke geben, to do the impossible, um das Unmögliche zu tun. Ah, it will happen by es wird grace geschehen durch seine Gnade. It will happen by grace. Es wird durch seine Gnade it geschehen. Will happen by the grace of God. Es wird durch die Gnade Gottes geschehen. True faith. True faith. Wahrer Glauben. True faith. Wahrer Glauben. True faith. Wahrer Glauben. In Jesus' name. Im Namen Jesus Christus. Receive power. Empfange Stärke. For a new beginning. Für einen neuen Anfang. Amen and amen. Amen und amen. Put your hands together. Tut ihr eure Hände zusammen für den Herrn. Amen. Amen. God bless you all. Gott segne euch. Have a wonderful week. Habt ein wunderbares Wort. Right. Gibt's denn noch etwas? Amen. Just have a few additional announcements for you. Amen. Es gibt noch einige weitere Nachrichten für euch. So if you are in the drama for the International Day and you were not here in the morning service. Also wenn ihr teilnehmen werdet in Bezug auf das Theaterstück und ihr nicht am ersten Dienst schon teilgenommen habt. Please wait on my right. Mr. D has some information for you. Wartet dann bitte nach dem Dienst. Auf der rechten Seite meines Handes, Mr. D, möchte euch einige Informationen mitgeben. And the picnic committee have additional words for us, information. Genau, und die Leute, die am Sommerpicknick organisieren, die haben noch einige Informationen, die euch gerne mitteilen würden. And I'd like to hand over to Naomi and Tracy. Hello, Church. Just a quick reminder. Hallo, liebe Gemeinde. Nur eine kurze Erinnerung. I mentioned in the first service that summer picnic is just at the corner. Ich habe schon erwähnt gehabt in dem ersten Gottesdienst, dass das Sommerpicknick jetzt stattfindet. Genau. It will be on the 25th of September, which is in 2 weeks from now on. Es findet am 25. September statt, was in haargenau 2 Wochen ist. At 2 o'clock in Urdenbacher See. Um 14 Uhr am Unterbacher See. Um 14 Uhr am Unterbacher See. We are still planning. Und wir sind noch weiterhin am Planen. And things are still needed. For example, people who will be cooking, drinks, food, etc. Und wir benötigen noch Leute, die halt kochen, Getränke liefern und etc. And I want to also mention that the success of this picnic depends on our support. Und ich möchte auch einmal erwähnen, dass der Erfolg dieses Picknicks auf uns lastet, wenn wir gemeinsam helfen. Right, and Pastor also said this morning that if we are planning, we should plan together as a family. Und Pastor hat heute Morgen schon erwähnt gehabt, wenn wir was planen, sollen wir als Familie zusammen planen. So on that note, I want to please tell everyone that if you, for example, you can drive and take someone along or you can cook or you know that you can contribute, please see those who are organizing the summer picnic after the service. Deswegen bitte ich euch darum, dass ihr uns bitte hilft, ob ihr organisieren könnt bei Gemeinschaftsfahrten oder auch beim Kochen, dass ihr uns mithelfen könnt. Dementsprechend, wenn ihr helfen könnt, kontaktiert bitte den Picknick-Komitee. Yes, and those who are going to organize the summer picnic are by Grace. Can you please stand up so everyone can know you? And Mr. Annie, Leon, Sister Doris and I. Und die für das Komitee zuständig sind, sind Schwester by Grace, Mr. Annie, Naomi, Schwester Doris und Leon. Thank you. And just a quick reminder also, like I said, it's just 2 weeks from now, which means we have just this week and next week to really have a fixed budget on things that we need to get. Und wie Schwester Naomi schon vorhin erwähnt hat, haben wir haargenau noch 2 Wochen Zeit, dass wir diese Woche sowie auch nächste Woche planen, um ein fixes Budget aufzustellen. That's all for me. Thank you very much and I wish you a great week. Das war's und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und bevor wir euch gehen lassen, ist jemand das erste Mal heute hier in dem Gottesdienst? Ist jemand das erste Mal hier in diesem Gottesdienst?
Wenn heute das erste Mal ist, dass du hier bist, dann geben wir den All Nations. Keiner. Und ich, was? Ich sehe immer noch ein paar leere Stühle in diesem zweiten Gottesdienst. Also haben wir viel Arbeit zu tun, weil wir noch ein paar leere Stühle haben. Und diese wollen wir alle besetzen. Gott segne euch. Habt eine wunderbare Woche.